Nee, 64 Schuss. Okay. Abteilung für Spezialeinsätze, Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Oh, das sind wir. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Okay. Nun gut. Was sollen wir jetzt machen? Evelyn finden. Mit einem Messer in der Hand. Wie kann ich das denn eigentlich mal wieder wegstecken? So nicht. Ich würde manchmal echt gerne das Messer wegstecken. Siehst du denn? Der Kodex zeigt die Entfernung zum Ziel. Das ist der Genomkodex. Okay, hier ging's. Ich guck mal eben hier. Ah, okay. Sieht so nass aus hier, ne? Entweder nass oder super gebonert. Na gut, na gut, na gut. Zwei F. Dann wissen wir, wie es hier aussieht. Was ist das denn? Ich sollte mich erst auf diesem Deck umschauen. Okay. Acht, neun, zehn. Dann ist sie doch auf einem anderen Deck. Das sieht man doch schon dann jetzt hier an dem, Dingens. Pillen. Ich frage mich gerade, wenn wir das Zeugs jetzt hier liegen lassen, ist das für uns dann später auf dem Schiff noch da? Verstehst du? Ich lasse es mal liegen. Die Pillen, da kann ich getrost drauf einlassen. Was denn? Das kann hier nicht verwendet werden. Was ist es denn? Hier kommen wir wieder zurück, aber hier ist auch noch eine Tür. Pillen, ich lasse die jetzt auch mal hier liegen. Von der anderen Seite verschlossen. Maschinengewehr-Muni. Ich lasse es mal liegen. Oh. 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 Was ist das? Sie übergibt sich. Sie was? Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Mhm. Das ist also Evelyn-Kotze, oder was? Bin ich mir doch nicht mehr sicher, ob wir diese Muni nicht doch nehmen sollen.
Komm, ich nimm's. Ich nehme es einfach mal, aber das Kraut lassen wir mal zum Testen da liegen. Und jetzt ist es mir doch lieber, ich nehme das hier. Mhm. So hat alles angefangen hier, also auf dem Schiff. Und auf dem Schiff hat es ja sowieso angefangen. Das war ja noch vor den Bakers wahrscheinlich. Komme ich denn da rein? Nö. Draußen kann man nichts sehen. Wir entfernen uns wieder. Und wir entfernen uns schon wieder. Wow, 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 wow. Ist er tot? Ich glaube, ne? Was? 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 Oh. Na super. Großartigst. Ich dachte, das würde uns jetzt in irgendeiner Art und Weise weiterbringen, tut's aber nicht. Du bist tot, obwohl ich dir nicht den Kopf zerschossen habe. Das ist erstaunlich. Ich checke immer mal nebenbei die Aufnahme, ne? Nicht verwundern. Oh. S2. Und warum habe ich das Gefühl, dass wir jetzt Besuch kriegen? Kriegen wir... Halt! Kriegen wir anscheinend nicht. Kriegen wir doch. Dem sein Körper ist jetzt aber kaputt gegangen. Da habe ich jetzt in den Aufzug. Da kam es her. Und wir müssen nach S2. Zwei Zimmer. Was passiert denn? Ach, keine Reaktion. Na gut, wir fahren nach S2. Und gucken dabei auf die Uhr. Ach ja. Schön. Wurde gespeichert. Das ist angenehm. Jetzt kommen da bestimmt noch ein paar von diesen Schwibbelschwobbels, oder? Aua! Achso, mit links. Ja. Herrlich. Hätte ich jetzt mal das Heilkraut, wa? Alter, sind wir gedamaged. Blut, dunkel und dann noch die Uhr in der Fresse. Das ist ja herzallerliebst. Ein Kraut. Soll ich das jetzt nehmen oder sollen wir... Maschinengewehr-Muni liegt hier einfach so rum.
Soll ich das Kraut jetzt nehmen oder nicht? Was macht der denn da? Ich nimm's. Ja, ein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier müssen wir irgendwas verwenden. Das ist ein komisches Schloss. Ich höre da noch so ein Schwibbel, oder? Bombe mit Fernzünder. Warum liegt das hier? Bombe mit Fernzünder. Oh, da liegt ja jemand. Maschinengewehrmuni. Bombe mit Fernzünder. Na, hier ist doch wieder irgendein Experiment total schief gelaufen, oder? Nase. Apropos Laufen, da meldet sich meine Nase. Gut, dass wir die Bombe jetzt nicht eingesetzt haben, ne? Für einen hätte es überhaupt nichts gebracht. Was sind das überall hier für komische Dinger? Diese... Alan, oh. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. In unserem Gepäck. Das Gepäck finden. Na super. Was ist das? Ätzmittel. Ah. Das ist unser Gepäck. Na, wie reisen wir denn? Guck mal, da ist da auch noch was. Was ist denn da? Das sieht aus... Das sieht da auch so aus wie das, oder? Kann ich hier vielleicht die Bombe? Ich will jetzt aber auch nicht verschwenden. Wahrscheinlich ist das hier absolute Hammerteil. Na gut. Oben die Tür, die war auf jeden Fall auch so verschlossen, oder? Da war doch auch noch so eine andere Tür. Da. Aber da das hier wohl eine Sackgasse ist, nehme ich mal an, wir müssen hier eh wieder zurück, oder? Ich bin so unsicher. Ne, ich will erst nochmal wieder zurückgehen. Das ist auch eine tolle Konstruktion hier. Dass man ja immer so im Kreis rennen muss. Geräusche ziehen mich an. So, da sind wir. Hier.
hier. Hier können wir doch auch Ätzmittel verwenden. Na, das funktioniert ja einwandfrei. Was sind das? Achso. Kraut, Maschinengewehr, Muni. Bombe mit Fernzünder, Bombe mit Fernzünder und das Ätzmittel, was wir verbraten haben. Flüssige Chemikalie, die wir direkt mal in einen köstlichen Heiltrank verwandeln. Diese Bomben. Wie sieht denn die Hand aus?